Jetzt in Brandenburg aktuell. Bundesgartenschau an der Havel eröffnet. Gauland als AfD-Chef wiedergewählt. Und bewegende Treffen mit KZ-Überlebenden. Dieser Sonnabend ist voller Ereignisse. Seien Sie herzlich willkommen mit im Studio heute, Ingo Bültig. Guten Abend. Ab heute blüht uns was. Deutschlands große Gartenschau hat begonnen. Das Experiment, eine Buga erstmals nicht in einer Stadt, sondern in einer Flusslandschaft an mehreren Standorten. Juliane Kerber über den Start heute in Brandenburg an der Havel. Alle sind sie zur Eröffnung gekommen. Bundespräsident, Bundesminister, Ministerpräsidenten. Der erste Rundgang, fast ein Staatsakt. Und doch gibt es auch Momente der Tuchfühlung mit den ersten Buga-Besuchern. Das Projekt Buga im Havelland, anfangs wurde es sogar belächelt. Heute ist die Politprominenz versammelt und zollt der erfolgreichen Idee und dem Mut der Havelländer Respekt. Wir erleben etwas wie eine Premiere. Die ganze Havelregion, die wird zur Bühne. Und was mir dabei besonders gefällt, ist, dass das Augenmerk der Besucher nicht nur auf blühende Beete und Sträucher und schöne Gartenanlagen gelenkt wird, sondern dass wir mehr entdecken können als einen Blütenrausch. In dieser Bundesgartenschau geht es auch um regionale Identität, es geht um Kulturgeschichte. Weitgehend abgeschirmt führt Brandenburgs Oberbürgermeisterin den Tross um Joachim Gauck übers Buga-Gelände. Nur kurz lässt sich für die Brandenburger ein Blick erhaschen. Und dann ist der Besuch des Bundespräsidenten auch schon wieder vorbei. Der Rundgang geht ohne ihn weiter. In der lange leerstehenden Ruine der Johanneskirche, eigens für die Buga umgebaut, blüht der Frühling. Die Blumenhalle auch eine Premiere auf einer Bundesgartenschau. So besonders wie die Buga an 5 Standorten. Man braucht ja schon einige Tage, um sich die Highlights angucken zu können. Und dann wünsche ich mir, dass nach den 177 Tagen viele von denen das, was sie hier erlebt haben, weitererzählen, möglichst viele herkommen und dass die Entwicklung dieser Region weiter so vorangeht, wie sie in den letzten Jahren passiert ist. Und dann sind da noch die Waldmöpse. Loyaux, geboren in Brandenburg an der Havel, hat sie erfunden und seit heute sind sie Teil eines Denkmals für ihn. Mitinitiiert hat es Frank-Walter Steinmeier, der im Havelland seinen Wahlkreis hat. Pünktlich zur Buga bevölkert also auch diese tierische Spezies die Stadt. Kann man schon mal wunderbar schmunzeln. Ja, und dann wollen wir wissen, ist denn jetzt, ein paar Stunden später, Carla Kniestedt, am ersten Buga-Abend alles noch im grünen Bereich? Also wenn man es ganz wörtlich nimmt, dann sowieso, denn es blüht und es grünt hier zum Beispiel. Es ist einer der 3 Standorte der Bundesgartenschau in Brandenburg an der Havel. Das war ein Gelände, der Packhof, das sah nicht wirklich gut aus, war eine alte Werft, hier wurden große Pötte gebaut, dann war die Zeit einfach mal irgendwann vorbei und alles brach nieder. Insofern, wörtlich genommen, ist hier wirklich alles im grünen Bereich. Und gestern Abend, die vielen tausend Besucher, die Hauptdarstellerin dieser Bundesgartenschau, die Havel in Szene setzten, die waren sowieso schon mal komplett überzeugt von diesem neuen Konzept am blauen Band der Havel. Sie haben es richtig genossen. Das neue Konzept, das ja schon mehrfach angesprochen wurde, ist aber gleichzeitig natürlich eine echte Herausforderung für Besucher, die normalerweise gewöhnt sind. Sie kommen zu einer Buga, da gibt es irgendwo eine Eingangspforte, da gehen sie durch und dann sind sie da. Das ist ja hier ein bisschen anders. Und die Besucher, die den ersten Tag gleich nutzen wollten, die hatten schon so ihre Probleme, wie Tim Jäger festgestellt hat. Es ist kurz vor 9 und still am Südtor zum Marienberg. Die Einlasser stehen bereit, die Kasse öffnet. Doch das ist nicht die Ruhe vor dem Sturm, der Sturm nämlich bleibt aus. Punkt 9 Uhr ist er der Erste hier, Ulrich Wiesner aus Brandenburg mit Dauerkarte. Ich mache das mit Muße, dass ich der Erste bin, das war dich nicht erwartet so. Mich wundert es auch, dass es so leer ist. Ich dachte, jetzt sind hier hunderte von Menschen, stehen schon vorne und wir haben Stress, aber im Moment ist es alles relaxed. Und so tröpfelt das erstmal weiter. 5 Minuten später, die Körlins aus Sachsen-Anhalt sind verwundert über die leere Stadt. Aber da freuen wir uns.
Schönes Wetter heute, warum sollen wir uns nicht freuen? Sehen wir uns mal auf dem Bahnhof um. Und ja, mit der Bahn aus Berlin oder Magdeburg kommt die Sache in Schwung. Wer erstmal ratlos ist, landet im Buga-Pavillon. Hier gibt es Karten und Infos. Schauen Sie sich auch unbedingt an der Johanneskirche ein bisschen näher um. Da sind die Norio-Waldmöpse. Ah ja, die Waldmöpse. Na, die kennen wir ja schon. Auch am Bahnhof gibt es Hilfe für Orientierungslose. Die beiden sind aus Sachsen und wissen wohin? Noch nicht so richtig, aber wir werden das schon rausfinden. Linie Nummer 8 wurde uns empfohlen. Die Linie 8 bringt die Gäste zu allen Buga-Gärten in der Stadt, auch zum Marienberg. Den kann man sich hochfahren lassen. Die Reisegruppe aus Potsdam ist schlecht zu Fuß und nimmt das gerne an. Ich freue mich auf die Frühblüher, die schönen Tulpen. Wir lassen uns einfach überraschen, wir kennen viel zu wenig. Na, dann zeigen wir das mal. Beim Marienberg geht es neben Blumen viel um Landschaft und Ausblicke. Unter dem Weinberg ein alter Wasserspeicher, der für die kegelige Form sorgt. Rosen sollen hier die Hauptdarsteller sein, aber deren Blüte lässt noch auf sich warten. Noch sind es Frühblüher, die das Auge entzücken. Dies und überhaupt den Buga-Beginn kaum erwarten, konnten diese Gäste aus Rathenow. Und jetzt das zu sehen, ist herrlich. Und gerade hier oben, wir erkennen es noch anders. Schick, ganz toll, ganz toll. Wir finden es hervorragend. Vor allen Dingen ist das Schöne daran, dass sich jetzt hier in der Hafenregion, auch mit Sachsen-Anhalt, Städte zusammengeschlossen haben und wirklich echt ein großes Highlight abziehen, was ja deutschlandweit noch nie da gewesen ist. Nie da gewesen. Mit alten Kirchen als Blumenhallen, mit vielen verschiedenen Standorten an der Havel. Nur ein Katzensprung hier über den Fluss ist es zum Packhof, dem großen Innenstadtgarten, den sich am Nachmittag, als der Bundespräsident weg ist, auch die Brandenburger und ihre Gäste erobern. Eines konnte ich heute feststellen, ich war den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Die Menschen, die hier in Brandenburg an der Havel wohnen, die sind extrem stolz darauf, wie sich ihre Stadt auch dank Buga entwickelt hat. Neben mir steht jetzt Manfred Rademacher, das ist der Mann mit dem Wichtchenschild. Sie sehen, der hat hier richtig was zu sagen. Herr Rademacher, Sie sind schon bei mehreren Bundesgartenschauen und Landesgartenschauen zugange als Veranstaltungsmensch. Es sind relativ wenige Menschen heute unterwegs gewesen, könnte man sagen. Schmerzt Sie das? Macht Sie das unruhig? Nein, das macht uns gar nicht unruhig. Wir hatten hier heute hier speziell im Packhof auch einen Festakt gehabt. Da waren automatisch auch bestimmte Bereiche nicht zugänglich gewesen. Und deshalb haben wir auch von vornherein gesagt, kommt am Sonntag, das ist schöner, ist ruhiger. Und deshalb bin ich auch gar nicht so böse, dass es heute nicht ganz so voll war. An den anderen Standorten war es gut, war es schön besucht. Und deshalb freuen wir uns auf morgen. Also es scheint ja aber so zu sein, dass alle sehr gespannt sind, die Macher wie auch die Gäste, wie dieses niegelnagelneue Konzept aufgeht. Das weiß ja noch kein Mensch. Das ist ja sehr anders als bei den anderen. Was kann man denn machen, damit die Menschen richtig verstehen, hier gibt es ganz viele Standorte, ihr könnt mit der Karte überall hin? Es ist ja publiziert worden, dass diese Karte ja an 5 Standorten gilt und auch nicht gleich verfällt, sondern man kann dann ein paar Wochen später nach Havelberg oder dies bleibt ja gültig, immer an einem Standort, ein Tag. Also das ist schon gut. Und dann ist natürlich auch die Veranstaltungsbereich so aufgegliedert, dass wir natürlich immer an den Wochenenden verschiedene Highlights an den verschiedenen Standorten machen. Thematisch schön ausgeglichen, auch zum Standort passend. Und so ist das Konzept aufgebaut. Und ich denke, das wird auch funktionieren, dass es auch interessant ist für viele, die dann auch wandern von einem Ort zum anderen. Wandern von einem Ort zum anderen. Der Mann fängt bereits an zu dichten. Sind Sie jetzt eigentlich eher glücklich, eher erleichtert oder doch immer noch gespannt wie ein Flitzebogen? Also ich bin morgen um 16 Uhr erleichtert, weil wir haben ja morgen noch die dritte Etappe. Wir eröffnen ja morgen die anderen 4 Standorte, also Havelberg, Stölden, Rathenow und Premnitz in der Reihenfolge, auch mit unseren ganzen Bürgermeistern. Sie sollen ja auch ihre Bevölkerung und ihre Mitmacher begrüßen und soll auch gefeiert werden. Und danach trinken wir dann ein Bier. Danach trinkt er ein Bier. Ich bedanke mich sehr, dass Sie noch die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Und damit zunächst mal zurück zu Tatjana. Ja, herzlichen Dank nach Brandenburg an der Havel zu Carla Kniestedt. Ab 21:45 gibt es weitere Ausführliche Berichte
Bis dahin, Carla. Also das alles vom Premierentag und der Premierenreigen, der geht morgen weiter, wie wir eben gerade ja gehört haben. Denn in Premnitz, Rathenow, Stölln und Havelberg wird es dann am Sonntag noch mal extra Eröffnungsfeiern geben. Und wenn Sie Lust haben auf eine erste Buga-Stipp-Visite, passiert an den Standorten, wie man hinkommt, das alles finden Sie natürlich bei uns auf der Brandenburg aktuell Internetseite. Ja, und was blüht nun der AfD in Brandenburg? Immer noch innere Kämpfe. Kurz vorm Parteitag heute in Pritzwalk, da haben zwei Kommunalpolitiker hingeworfen, überraschend ausgetreten aus der Partei, weil sie den rechtslastigen Kurs von Alexander Gauland nicht mehr mitmachen. Zu nationalvölkisch wäre die Richtung, hieß es da. Und heute beim Parteitag verweigern noch mehr AfDler ihrem Chef die Gefolgschaft, Tina Rohowski. Das frische AfD-Hemd angezogen und das stolze Logo heute mal, denn nicht alle sind glücklich damit, wie sie in der Öffentlichkeit wirken. Der Kurs, den Parteichef Alexander Gauland fährt, bringe sie in eine schwierige Rolle. Eben in der Rolle, dass wir die Bösen sind, die Parias, mit denen keiner was zu tun haben will. Und welche Lösung stellen Sie sich vor, wie das jetzt weitergehen soll? Ich halte gar nichts davon, Themen wie Asyl und Islam als rechte Schmuddelecke zu bezeichnen. Denn es sind die Themen, die uns neu Menschen Menschen zu uns bringen. Gauland schwört sie ein auf einen Kurs, der weiter rechts ist als andere Landesverbände. Sind das schon nationalvölkische Tendenzen? Gerade erst sind zwei Fraktionschefs in Kreistagen deswegen aus der AfD ausgetreten. Ich habe in meinem Leben noch nie völkische Ansichten geäußert. Wer das behauptet, gehört eben auch nicht mehr in die Partei. Doch auch auf dem Parteitag gibt es etliche Anträge, die die Arbeit der Landesspitze kritisieren. Die Landtagsfraktion arbeite wenig zielorientiert. Einzelne könnten zu mächtig werden. Wir sind jetzt, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo alle Mitglieder mit entscheiden sollten, wie der Kurs richtig ist. Ist es die Asylpolitik, ist es die Landwirtschaft, ist es die Bildung? Die Partei diskutiert stundenlang über Detailfragen, Satzung und Wahlordnung. Aber die Kursfrage bleibt ungeklärt. Sicher ist nur, Gauland gilt fast allen als unverzichtbar. Und der AfD-Chef klingt wie ein Kaiser bei der Kriegserklärung. Ich kenne keine Flügel. Und ich kenne keine Strömungen mehr. Ich kenne keine Konservativen und keine Liberalen. Ich kenne nur die Brandenburger AfD. Danke. Mit über 88% wird er wieder zum Landeschef gewählt. Aber er kündigt an, es werde seine letzte Amtszeit an der Landesspitze aus Altersgründen. Es stellt sich also nicht nur die Kurs, sondern irgendwann auch die Machtfrage. Schauen wir auf die weiteren Nachrichten des Tages. Ein neuer Platz für Flüchtlinge, ein ehemaliger Militärstandort? Fragezeichen. Mehr dazu in der ersten Meldung, die hat Ingo Bütig. Weil immer mehr Flüchtlinge auch nach Brandenburg kommen, gibt es Pläne, eine neue zusätzliche Erstaufnahmestelle einzurichten. Im Gespräch ist ein ehemaliges Militärgelände in Wünsdorf, einem Ortsteil von Zossen im Kreis Teltow-Fläming. Bis zu 1500 Flüchtlinge könnten auf diesem Gelände in den nächsten Jahren unterkommen, so der Plan, über den jetzt die Zossener Stadtverwaltung informiert wurde. Bisher befinden sich in den landeseigenen Gebäuden Behörden wie der Landesbetrieb für Straßenwesen oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst. Sie sollen an einen anderen Standort umziehen. Das ist von großem Vorteil für uns, wenn wir so eine große Einrichtung schaffen könnten, weil wir dort alles an einem Fleck erledigen könnten. Antragsverfahren für die Asylbewerber, die medizinische Untersuchung und überhaupt die ganze Versorgung der Flüchtlinge würde sich dort sehr gut logistisch machen lassen. Brandenburg rechnet in diesem Jahr mit rund 9.200 neuen Asylbewerbern. Der Standort in Wünsdorf könnte nach einer Sanierung bereits im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Die Stadt will ab nächster Woche die Bürger über den Plan informieren. Seit gestern ist klar, die Lokführer der Deutschen Bahn wollen wieder streiken. Wann genau, steht aber noch nicht fest. Die Rede ist von nächster Woche. Der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Weselski, sagte, der Ausstand werde mindestens 24 Stunden vorher angekündigt. Die GDL hatte zuvor die Tarifverhandlungen ein weiteres Mal für gescheitert erklärt. Sie wirft der Bahn vor, auf Zeit zu spielen, da im Sommer das Tarifeinheitsgesetz in Kraft treten soll. Der frühere Landtagspräsident Gunter Fritsch ist neuer Vorsitzender des Landesanglerverbandes. Der 72-Jährige war der einzige Kandidat auf dem Verbandstag in Rangsdorf. Fritsch tritt die Nachfolge von Eberhard Weichenhahn an, der voriges Jahr verstorben ist.
Sie sind zwei von 7.900 Kindern im Brandenburgischen Anglerverband und wurden schon ausgezeichnet. Insgesamt gibt es Mitgliederzuwächse. 78.600 Angler sind derzeit in der Mark registriert. 2.000 mehr als noch vor zwei Jahren. Ministerpräsident Woidke würdigte sowohl die Nachwuchsarbeit als auch die Angler als Frühwarnsystem für den Zustand der Gewässer im Land. Brandenburg gehört bundesweit zu den beliebtesten Zielen für Angler. Wann gibt es schon mal die Gelegenheit, Menschen zu treffen, die erlebt und überlebt haben, was wir uns nicht mal vorstellen wollen? Ein Konzentrationslager der Nazis mit allen Grausamkeiten, von denen wir ja nur gehört und gelesen haben. Jetzt anlässlich der Gedenkfeiern 70 Jahre nach der Befreiung von Sachsenhausen und Ravensbrück kamen heute viele hochbetagte ehemalige Häftlinge nach Brandenburg. Christine Stellmacher und Christoph Hölscher berichten. So voll ist es selbst in Sachsenhausen, der besucherstärksten Gedenkstätte Brandenburgs, selten. Die oft sehr jungen Besucher sind sichtbar berührt. Überall finden Zeitzeugengespräche statt. Überlebende berichten von ihren furchtbaren Erlebnissen. Es war so, ich erfuhr das nach dem Krieg, dass in diesen Tagen, als wir nach Auschwitz kamen, hatten sie ein paar Tage nicht das Gas. Es ist ausgegangen. So ließen sie uns leben. Im Publikum Zuhörer aus ganz Europa. Viele sind extra angereist, um heute mit den Zeitzeugen sprechen zu können, wie diese Studenten aus Dänemark. Es ist wirklich emotional. Harte Geschichten, aber wichtig. Normalerweise haben wir unser Wissen nur aus Büchern, aber das hier zu erleben, ist fantastisch. 70 Überlebende haben noch einmal den Weg nach Sachsenhausen gefunden und nutzen den Tag, um ihre Geschichten zu erzählen. Aber viele haben kaum noch Hoffnung, dass sie die Welt damit verbessern können. Freilich wünsche ich mir, dass es nicht noch mal geschieht. Aber die Welt schaut nicht so aus. Das ist das Schlimme. Das ist die eine Sache. Die zweite ist, dass ich schon jetzt 81 werde. Also vielleicht erlebe ich das nicht. Zum zentralen Gedenken morgen Nachmittag werden noch einmal viele Besucher erwartet. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Blau-weiße Streifen auf dem Pflaster weisen den Weg. Gemeinsam markieren Überlebende und Schüler die Strecke vom Fürstenberger Bahnhof nach Ravensbrück. Als Hinweis für Besucher der Gedenkstätte und zur Erinnerung an den Weg, den viele Häftlinge damals bei ihrer Ankunft im Lager zu Fuß gehen mussten. Drei Tage und drei Nächte hatten wir in Viehwaggons verbracht, ohne aussteigen zu dürfen. Da waren wir erst mal überglücklich, dass wir raus durften. Wir waren in der Natur und wussten ja nicht, wo wir hingebracht wurden. Wir glaubten ein kleines bisschen an die Freiheit, als wir diesen Weg damals gingen. Wir wussten ja nicht, dass er ins Lager führte. Ein Ort, der schmerzhafte Erinnerungen weckt. Aus Polen, Frankreich, Israel oder der Slowakei sind Überlebende gekommen. Für viele wird es wohl der letzte Besuch sein, die meisten sind weit über 80. Der Tag in Ravensbrück, geprägt von Begegnungen, Gesprächen, stillem Gedenken. Was mich dabei hält, ich habe das alles überstanden und ich lebe und ich bin hier. Dieser Gedanke ist, glaube ich, der stärkste in mir. Doch mit der Befreiung war das Leid für die meisten noch nicht zu Ende. Daran erinnert eine von mehreren Ausstellungen, die heute in Ravensbrück eröffnet wurden. Der lange Weg zurück ins Leben geht den Biografien einiger Ravensbrückerinnen nach der Befreiung nach. Die wenigsten wurden in ihrer Heimat mit offenen Armen empfangen. Die meisten mussten sich noch feindselige Bemerkungen anhören, sowie es sind mehr zurückgekehrt, als damals weggebracht wurden. Nach der Rückkehr nach Hause stellten sie fest, dass sie keinen Platz zum Schlafen mehr hatten. Erfahrungen, die ihr Leben geprägt haben und auch nach 70 Jahren nicht in Vergessenheit geraten sind. Die Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück ist uns jetzt live aus Fürstenberg zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Eschebach. Guten Abend. Guten Abend. Wie würden Sie die Stimmung heute beschreiben? Also ich bin erstmal sehr überrascht und auch sehr erfreut über die große Resonanz,
dieses 70. Jahrestages. Wir haben hier große Besuchergruppen, vor allen Dingen aus Polen. Über 400 polnische Gäste sind hier. Auch viele Schülerinnen und Schüler da unter ihnen. Aus Israel sind große Gruppen da, aber auch aus der Region. Und ja, hier ist passiert sehr viel und das freut uns natürlich sehr. Haben Sie einen Moment lang gefürchtet, die Zeitzeugen wollen nicht mehr an diesen Tatort zurück? Ist ja nicht nur allein ein physischer Kraftakt. Diejenigen, die schon auch in den vergangenen Jahren bei uns waren, kommen eigentlich immer wieder sehr gerne zurück hier nach Ravensbrück. Das ist überraschend, aber das ist natürlich auch, wenn man so will, ein Kompliment an unsere Arbeit. Unser Bemühen ist es ja, den alten Damen es hier wirklich sehr angenehm zu gestalten. Und ich glaube, wir haben sehr viele Freundinnen und Freunde unter den Überlebenden. Und es haben heute auch einige gesagt, sie hatten geglaubt, nie wieder nach Deutschland gehen zu wollen nach 1945. Aber sie sind eben zufrieden, hier Freunde zu haben in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gedenkstätte. Und das ist eine gute Erfahrung für uns. Viele junge Leute kommen ja auch. Das hat mich verwundert letztes Jahr. Also man sah ganz viele Menschen, international, aber vor allem junge Menschen. Nun haben Sie ja jetzt sich angeschaut, also was passierte nach der Zeit im KZ. Also Sie legen jetzt einen Schwerpunkt auf das Leben danach. Warum eigentlich? Um die jungen Leute mehr zu locken vielleicht? Es interessiert uns auch selber. Es ist eigentlich ein wenig erforschtes und wenig bekanntes Thema. In der Regel hören die Erzählungen auf mit der Befreiung. Die KZ-Zeit wird berichtet und dann kam die Befreiung und dann scheint es so, als ob der Rest nicht mehr der Rede wert gewesen sei. Und deswegen legen wir jetzt in diesem Jahr ein besonderes Schwergewicht auf diesen Weg zurück durch das völlig zerstörte Europa. Die Frauen hatten es nicht leicht. Die wurden ja zum Teil als Freiwild auch betrachtet. Zum anderen, also man könnte aber auch sagen, dass für viele auch Momente der Freiheit, des Freiheitsempfindens natürlich übergroß war. Sie sind dann wieder zurück in ihre traditionellen familiären Strukturen geraten. Es war wirklich eine außerordentliche Erfahrung für diese Frauen. Und genau diesem Erfahrungsraum wollen wir hier Raum geben mit dieser Ausstellung, mit dem Erzählcafé, was wir auch dazu eingerichtet haben. Vielen Dank, Frau Eschebach. Ihnen vor allen Dingen einen guten Tag auch morgen. Über den werden wir ausführlich berichten. Danke. Und zwar gleich ab 9.45 Uhr. Da meldet sich dann mein Kollege Dirk Platt live aus Ravensbrück, sprich also aus Fürstenberg. Und Hintergründe und ausführliche Informationen, die finden Sie natürlich auch auf unserer Brandenburg aktuell Internetseite. So, und jetzt sind wir schon bei den nächsten Nachrichten. Die hat Ingo Bötig. Und einer ganz anderen Frage, welcher junge Koch kocht am leckersten und wer bietet den besten Service? Darum ging es heute nämlich in Teltow bei den Landesmeisterschaften für Azubis im Gastgewerbe. In 2 Stunden, also 13 Uhr, Service beginnt. Sie sind 7 Nachwuchsköche im 2. und 3. Lehrjahr und sollen für 48 Gäste ein 4-Gänge-Menü kochen. Die Service-Azubis sind gefragt in Sachen Bedienen und Beraten, aber auch bei Speisekarte und Tischdeko. Der Wettbewerb steht zunehmend im Zeichen fehlenden Nachwuchses. Insgesamt werden definitiv weniger und ich bin fast der Meinung, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Natürlich kommen die bodenschwachen Jahrgänge mit dazu, die uns bestimmte Leben etwas schwer machen, aber das ist nicht der Hauptgrund, würde ich sagen. Neben den ungünstigen Arbeitszeiten ist es die schlechte Bezahlung, die abschreckt. Heute war der Nachwuchs zwar erschöpft, aber glücklich nach 5 Stunden intensiver Arbeit mit geklärter Ochsenschwanzsuppe und Spargel in den verschiedensten Variationen. Die Besten wie Siegerkoch Maximilian Adams können schon bald mit dem Training wieder beginnen für den Bundeswettbewerb. Mit dem traditionellen Anradeln hat Brandenburg heute offiziell die Fahrradsaison eröffnet. Für Radfahrer ist die Mark ja ein echtes Paradies. Brandenburg bietet 28 Radfernwege und mehr als 20 Radtouren auf rund 7000 Kilometern. In 9 Regionen des Landes gibt es an diesem Wochenende geführte Touren. Sie haben eine Länge zwischen 15 und 60 Kilometern und sind somit für trainierte, aber auch für nicht trainierte Radfahrer geeignet. Bei den meisten Veranstaltungen reicht es, wenn die Teilnehmer sich pünktlich am jeweiligen Treffpunkt einfinden. Und damit zum Fußball. Erste Bundesliga. Hertha BSC hat zu Hause gegen den 1. FC Köln kein Tor geschafft. Das Spiel endete 0:0, aber ein wichtiger Punkt in Richtung Klassenerhalt. Fußball-Drittligist Energie Cottbus ganz in Rot hat sein Auswärtsspiel in Duisburg verloren. Onuekbu brachte die Gastgeber in Führung.
Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Thorsten Matuschka gelang den Lausitzern zwar noch vor der Pause der 1:1 Ausgleich, doch nach dem Seitenwechsel gerieten die Gäste wieder schnell in Rückstand. Zunächst markierte Wolze das 2:1 für Duisburg, wenig später erhöhte Bajic auf 3:1. In der Nachspielzeit verkürzte Energiekapitän Mörle noch einmal. Schließlich blieb es aber bei dieser 2:3 Niederlage. Die Cottbusser rutschten damit um einen Rang auf Tabellenplatz 8 ab. Und schon sind wir wieder bei der Blumenschau. Der einzige von den 5 Buga-Standorten, der eben keine Stadt ist, heißt Stölln. Aber sie haben den ältesten Flugplatz der Welt, worauf die Stöllner ja gerne verweisen. Heute ist dort Johanna Jambor und hat das Wetter für Brandenburg. Lady Agnes, dieses Flugzeug ist benannt nach der Gattin des Flugpioniers Otto Lilienthal, der hier in Stölln seine Flugversuche gemacht hat. Das war 1894. 120 Jahre später liegen Lady Agnes hier die Blumen zu Füßen bei der Buga 2015 oder wie man hier so schön sagt, sie wird auf dem grünen Tablett präsentiert. Nach Monaten Akkordarbeit sitzen wir mit der Projektleiterin in Stölln, na fast unterm Sonnensegel. Wieso sind Sie denn so entspannt? Wir dürfen, glaube ich, nicht mehr gerade so arbeiten, dass der Besucher sieht, dass wir arbeiten. Ich glaube, ja, das ist so der Punkt. Ich bin innerlich ganz schön aufgewühlt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Also wir waren, glaube ich, alle noch mal bis 23:30 gestern unterwegs. Und dann haben wir uns alle kurz vor 6 im Headquarter wieder getroffen heute Morgen. Heute früh. Mhm, ja. Und haben dann hier noch was gemacht? Darf ich ja gar nicht so laut sagen, was ich noch alles... Da sagen Sie es ganz leise. Ich musste noch ein, zwei Etiketten stecken von der Kakteenausstellung. Mhm. Und was ist so das Hauptkonzept, der Hauptgedanke hier? Es ist einfach Konzept angelehnt an Otto Lilienthal, ist wirklich das Fliegen und das halt in Kombination mit der Bepflanzung Bundesgartenschau und dann natürlich dieses ganz exponierte Thema auch einfach nochmal Trockenrasen hier. Zum Fliegen und für den Garten braucht man schönes Wetter. Ihr Wetterwunsch jetzt? Ich nehme Wünsche an. Bisschen wärmer. Heute Nacht wird es allerdings kühl, Frost in der Lausitz maximal plus 2 Grad um Potsdam. Morgen bleibt es trocken bei einem Mix aus Wolken und Sonne und maximal 15 Grad. Was hat Ihnen am besten gefallen? Naja, das Flugzeug war schon interessant. Wir kennen das aus DDR-Zeiten. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie fanden die Blumen am schönsten, dann ist irgendwie Nein, das stimmt schon. Das Flugzeug war schon am interessantesten. Aber okay, die Landschaft ist sehr schön hergerichtet und ja, das gefällt uns. Das stimuliert und regt an. Warum gerade heute Stölln? Weil heute der erste Tag ist und wir wollten dabei sein. Da ist ja richtig Motivation drin. Jawohl, jawohl. Ja. Theo, du bist auch motiviert? Ja. Schöne Anlage ist das hier. Bin angenehm überrascht. Und welches Wetter braucht man fürs Fliegen, wenn du dich so auskennst mit Fliegen? Eigentlich kann von mir aus neblig sein. Kommt auf den Piloten an. Aber du wärst ein guter Pilot. Nein. Nee. Das heißt, wir können jedes Wetter eigentlich ansagen, aber wir sagen schönes Wetter an die nächsten 3 Tage. Nämlich bestes Buga-Wetter, viel Sonne. Am Dienstag wird es mit 21 Grad am wärmsten, ab Mittwoch wieder etwas kühler. Sie haben eine Wetterstation. Ohne Wetter kein Segelfliegen. Und keine Blumen. Und keine Blumen, genau. Jetzt gucke ich mal drauf. 11,1 Grad ist definitiv noch zu wenig. Aber wir arbeiten dran. Oder? Das wollen wir hoffen. Danke, Johanna. Nach vielen Blumen nun mal ein anderer Frühlingsmoment. Jürgen Führer hat 2 Enten belauscht im Tierpark Kunsterspring. Und man ahnt, was die beiden sich da unterhalten. Na, brauchst du eine Pause oder musst du noch mal ran ans Nest? Ja, soweit zur Stunde von Brandenburg aktuell. Und später geht es natürlich mit Flower Power weiter. Ja, wir berichten auch in RBB aktuell 21.45 Uhr natürlich noch mal über die Eröffnung der Buga. So, und morgen erwartet Sie an dieser Stelle Marc Langebeck. Wir sagen Ihnen tschüss und wünschen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, schönen Abend. Ärzte haben heute auf die Leiden und Qualen von Tieren in Labors aufmerksam gemacht. Kampf gegen Tierversuche. Millionen Tiere werden jedes Jahr für die Forschung missbraucht. Einsatz für Heimbewohner. Barbara Stolze wird in Meißen von allen Flüchtlingsmama genannt. Und Sieg im Drittliga-Derby. Chemnitzer FC setzt sich gegen Rot-Weiß Erfurt durch.
Und jetzt der MDR Sachsen-Spiegel. Heute mit Tino Böttcher. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 3 Millionen Mäuse, Ratten, Hunde oder Affen, weil sie in Forschungslaboren als Versuchsobjekte herhalten müssen. Im Dienst der Wissenschaft, sagen die einen, die Befürworter von Tierversuchen. Ein völlig sinnloser Tod ist das, sagen wiederum die anderen, die Kritiker. Und die haben heute am Internationalen Tag zur Abschaffung von Tierversuchen, unter anderem in Leipzig, versucht, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Komm her, du Köter! Mit vollem Körpereinsatz für die Sache. Aktivisten der Tierschutzorganisation PETA demonstrieren einen Tierversuch an einem Beagle. Diese Hunde gelten als besonders freundlich und zugleich äußerst robust, was sie zu idealen Versuchstieren macht. Die Realität sei unvorstellbar, grausam, kaum zu ertragen, wissen die Organisatoren des Aktionstages und haben deshalb Plüschtiere entsprechend präpariert. Das Interesse der Passanten scheint gering, die Meinung zum Thema Tierversuche klar. Ich denke, dass die Wissenschaft auch das braucht. Möglichst wenig, aber für unsere Gesundheit oder Gott weiß was, was weiß ich, ist das schon manchmal nicht anders zu machen. Wenn sie notwendig sind, ist es okay. Falsch, sagt Ärztin Ines Lenk aus Kitscher bei Leipzig. Moderne Forschung brauche keine Tierversuche, es gäbe andere Möglichkeiten. Es gibt Alternativen, Gewebe zu züchten, menschliches Gewebe, und dann damit Versuche machen, Verträglichkeitstests, Toxizitätstests in dieser Art. Es gibt die Möglichkeit der Computersimulationen, ja, dass man das also durch spezielle Programme dann einfach ausprobiert. Tierversuche, so die Aktivistin, führten nicht selten in die Irre. Das berühmt-berüchtigte Beruhigungsmittel Contergan zum Beispiel sei erfolgreich an Tieren getestet worden. Aspirin dagegen zu einer Zeit erfunden, als es noch gar keine Tierversuche gab. Wenn das Aspirin getestet worden wäre, zum Beispiel an Ratten, die vertragen das nämlich überhaupt nicht, wäre es nicht zugelassen worden. Also in sich eigentlich ein völlig unlogisches System. Das aber sehr lukrativ sei und deshalb eine große Lobby in Wirtschaft und Wissenschaft hinter sich wisse. Das mache den Kampf dagegen nicht einfacher. Großer Andrang heute in Neukirch in der Lausitz. Dort hatte das Landratsamt Bautzen zum Tag der offenen Tür in ein künftiges Asylbewerberheim eingeladen. Knapp 400 Besucher waren gekommen, um sich zum Beispiel die neuen Schlaf- und Aufenthaltsräume des ehemaligen Wohnheims für Lehrlinge anzuschauen, in das nun schon bald 90 Asylbewerber einziehen sollen. Im Vorfeld hatte es deswegen heftige Diskussionen gegeben. Mitarbeiter der Ausländerbehörde beantworteten heute nun Fragen zur Einrichtung und zu den künftigen Bewohnern. Ja, so eine Unterkunft wäre natürlich nichts ohne die Menschen, die dort arbeiten, die den Asylbewerbern helfen, sich hier in einem für sie fremden Land zurechtzufinden, bei Behördengängen zum Beispiel, bei Arztterminen, beim Einkaufen. Und das alles leistet die Frau, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Sie arbeitet in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Meißen und wird dort von allen nur Mama genannt, auch weil sie sich eben mit Leib und Seele für die Bewohner dieser Unterkunft einsetzt. Morgen! Ein langer Tag beginnt für Barbara Stolze. Wieder einmal hat sie in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge übernachtet. Gestern Spätdienst, heute früh gleich wieder im Einsatz. Bis zu 120 Asylbewerber können hier im Meißner Künastweg leben. Leiterin Barbara Stolze versucht, jedem ein nettes Wort, ein Lächeln, ein klein wenig Nähe zu geben. Und dafür lieben sie die Flüchtlinge. Mama, Mama. Genau, Mama. So wird die 60-Jährige von fast allen genannt. Es gibt nur 3, 4 Leute, die nicht Mama zu mir sagen. Das ist einfach so. Und das ist auch in Ordnung. Ich bin ja alt genug, dass sie das machen dürfen. Gleich neben ihrem Schreibtisch hat Barbara Bilder aufgehängt. Die haben Flüchtlingskinder ihrer Zweitmama gemalt. Das sind kleine Dankeschön, kleine Gesten dafür, dass sie hier verwöhnt werden, weil wir für die Kinder immer ein Extra haben. So wird hier ein kleiner Lutscher zum großen Glück. Und durch die Kinder kriegt man dann ein Feedback, wenn die einen in den Arm nehmen und einfach mal sagen, ich hab dich lieb, dann ist das schon eigentlich genug Belohnung. Hört sich unheimlich groß an, aber es ist so und so. Wir müssen einfach immer mal dran denken, wenn wir in so einer Situation sind, wie will man mit, soll man mit uns umgehen? So simpel ist das für Barbara Stolze, die Frau vom Roten Kreuz, die immer aktiv ist, permanent etwas für die Flüchtlinge regelt. Verteilung von Spenden, Abgabe von Taschengeld, Organisation von Arztterminen und natürlich die Unterbringung. Barbara kennt die Gesichter zu jedem einzelnen Zimmer. Wenn man sich das so sehr zu Herzen nimmt, was hier passiert und wie die Leute leben dürfen, müssen und auch zurzeit sollen, wenn man sich das zu Herzen nimmt, geht man dann kaputt. Das darf man nicht. Das muss man sehr sachlich sehen. Und neben all der Arbeit, neben der Essensausgabe,
dem Aufstellen von Betten, den unzähligen Kontrollgängen treppauf und treppab, gibt es auch an diesem Tag wieder ganz viel Lachen, ganz viele Umarmungen, Streicheleinheiten für die oft Verzweifelten. Überall in Europa haben heute Menschen gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und Europa protestiert. Unter dem Motto "Keinen Ärger einhandeln" haben sich auch in Leipzig am Nachmittag mehrere hundert Menschen getroffen. Nach einer Kundgebung auf dem Markt zogen sie dann durch die Stadt, um darauf aufmerksam zu machen, welche Gefahren das Freihandelsabkommen ihrer Meinung nach birgt. Sie befürchten unter anderem, dass europäische Standards verwässert werden, etwa im Arbeitnehmerrecht, im Umweltschutz oder auch bei Lebensmitteln. Das Erzgebirge hat ja gerade jetzt im Frühling wirklich jede Menge schöne Strecken zum Wandern zu bieten. Allen voran natürlich den Kammwanderweg. Und dann gibt es noch verschiedenste Routen zu ganz speziellen Themen. Und jetzt kommt noch ein weiterer Rundweg dazu, und zwar der Glockenwanderweg. Die Wandersaison ist eingeläutet, im wahrsten Sinn des Wortes. Fast 200 Wanderer sind ihn heute gelaufen. Deutschlands ersten Glockenwanderweg. Eine 23 Kilometer lange Route zwischen Seifen und Deutschneudorf, die sich Wolfgang Braun ausgedacht hat. Hier in Deutschneudorf ist Kupfer abgebaut worden, in Seifen ist Zinn abgebaut worden. Und Kupfer und Zinn sind ja die Ausgangsmaterialien für den Bronzeglockenguss. Das ist also die Klammer, was den Weg zusammenhält. Und wenn man so will, ist es vielleicht von diesen Mineralien hier Glocken in der ganzen Welt gegossen worden. 16 verschiedene Glocken und Geläute, die durch einen Wanderweg nun miteinander verbunden sind. Eine Station ist die Bergkirche von Seifen. Hier zeigt der Pfarrer den Wanderern das letzte Stück einer Bronzeglocke von 1849. Denn das damalige Geläut wurde für Waffen im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen. Berühmt ist aber auch der Zimbelstern. Er lässt ein Spielwerk mit drei Glöckchen in der Orgel erklingen. Ich denke, Glocken gehören zu unserer europäischen Kultur dazu. Glocken sind für viele Menschen ein Stück Heimat. Wenn ich den Klang meiner Dorf- oder Stadtglocken höre, dann fühle ich mich zu Hause, fühle ich mich geborgen. Und ich denke, dieser Glockenwanderweg, der kann das ganz neu ins Bewusstsein bringen. Erste Ideen dafür gab es bereits 2012, als die Glocken der Kirche in Deutschneudorf erneuert wurden. Die alten verschönern nun die Landschaft. Sie hängen in neuen Glockenstühlen, die Studenten der TU Dresden gestaltet haben. Der Grundgedanke lief schon darauf hinaus, dass wir so ein bisschen diese Tradition und die Kultur hier aus dem Erzgebirge ein bisschen widerspiegeln wollten. Und sind bei diesem Glockenstuhl halt darauf gekommen, diese Bergwerkkunst ein bisschen darzustellen. Abschlusskonzert am Abend in der Kirche von Deutschneudorf. Hier klingt es nach Zukunft, denn der Glockenwanderweg könnte einmal über die Grenzen des Erzgebirges hinaus verlaufen. Freundschaft ist wie ein Buch, das niemals endet. Solche oder ähnlich kitschige Sprüche standen früher vielleicht auch in ihren Poesiealben, die man als Kind so ausgetauscht hat. Und in dem Alter hat man ja oft so viele Freunde, dass man sie kaum zählen kann. Aber das ändert sich dann mit der Zeit. Die, die wir wirklich Freunde nennen, die werden immer weniger, aber umso enger werden diese Freundschaften dann. Und Sie merken schon, Freundschaft, das ist ein sehr persönliches, fast schon philosophisches Thema, dem sich ab heute eine Ausstellung im Hygienemuseum in Dresden widmet. Naja, mein bester Freund heißt Fabian. Anita. Wir sind zusammen in die Grundschule gegangen. Ich habe eine beste Freundin und die heißt Lea. Ja, wir sind beste Freunde. Wir sind früher mal in die gleiche Grundschule gegangen. Freunde, dank ihnen lachen wir, fühlen uns stark, schwach, bescheuert, albern. Wenige Worte für viel Gefühl. Seit heute gibt es den Versuch zu verstehen, was uns eigentlich verbindet. Dass er Fußball spielt und das auch nett ist und hilfsbereit, wenn man Hilfe braucht. Man braucht halt auch einen Freund, dem man wirklich vertrauen kann, weil manche Sachen, die erzählt man halt nicht jedem wirklich. Nicht mal seinen Eltern, und dann erzählt man halt einem guten Freund die Sachen. Im Alter pflegt man eigentlich so eine Freundschaft ganz anders, irgendwie intensiver. Die wohnt auch gleich in mein Haus, da spiele ich dann meist immer mit der, und so ist sie meine beste Freundin geworden. Fünf Räume gefüllt mit Freundschaft, wie sie früher einmal war, handgeschrieben, mit großen, mit vielen Worten. Wie sie nur mit ihm sein kann, ohne die gleiche Sprache zu sprechen, beinahe alles zu verstehen oder so wild abstrakt, wie sie heute eben ist, mit virtuellen Freunden, fremden Freunden, falschen Freunden.
Also ich persönlich finde die Staatsgeschenke natürlich absolut bezaubernd oder auch verstörend oder nachdenklich stimmend, etwa die Kettensäge, die Stielkettensäge, die der Ex-Bundeskanzler Schröder dem amerikanischen Präsidenten geschenkt hat. Das ist schon ein Geschenk mit ganz erheblichem Symbolwert. Der Versuch zu sortieren, wer ist eigentlich was? Das Team mein Zuhause, der Kollege mein Freund und der Wunsch nach Orientierung in dieser ewig weiten Welt der Beziehungen. Interessant sind die Gegenstände, die Geschenke, die hier ausgestellt worden sind. Ist sehr, sehr gut aufbereitet, von allen Facetten so beleuchtet. Diese Tafel da, diese Landkarte fand ich ganz fantastisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Früher, bevor die ewige Liebe kam, da war es wohl mal der Freund, der als für immer galt, der absolut erstrebenswert war. Die Ausstellung im Hygienemuseum soll ruhig mal daran erinnern. Mehr als 80 Millionen verkaufte Alben, über 200 goldene Schallplatten und dann diese Geste hier. Spätestens jetzt wissen wahrscheinlich alle, wer gemeint ist, oder? Natürlich James Last, seit Jahrzehnten einer der ganz Großen dieser Musikwelt. Aber jetzt soll endgültig Schluss sein. James Last ist auf Abschiedstournee. Aber als wir ihn dann gestern in Leipzig getroffen haben, da hat er seinen Fans nochmal Hoffnung gemacht, dass er wohl doch nicht von der großen Bühne ganz abtreten will. 86 Jahre und kein bisschen müde. An seinem Geburtstag gibt James Last erst recht den Takt an. Über ein halbes Jahrhundert Auftritte stecken ihm in den Knochen und der Altmeister denkt gar nicht daran aufzuhören, trotz offizieller Abschiedstournee. Wir machen weiter. Ob wir noch mal 23 Konzerte machen oder 10 oder 5, das wissen wir nicht. Und ich höre sowieso nicht auf, ich kann die Nase nicht vollkriegen. Auch den Soundcheck seiner 35 Musiker lässt sich der Bühnenoper nicht entgehen. Etwa 60 treue Fans dürfen in der Arena Leipzig dabei sein und die trällern dem Geburtstagskind spontan ein Ständchen, ihrem Hansi James Last. Für mich ist der Hansi Last so schon ein bisschen ein Vorbild, weil er weiß, wie man Musik macht und vor allen Dingen erfolgreich Musik macht. Seinen Erfolg zementieren über 80 Millionen verkaufte Tonträger. Verträumte Lieder stammen aus seiner Feder, häufig aber interpretiert er bekannte Melodien neu. James Last ist der geborene Arrangeur. Mit lockerem Fingerschnippen leitet er sein Orchester. Das ist vollgespickt mit Ausnahmetalenten. Eine Torte zum 86. überreicht von einem Teenager. Die Musiklegende ist den Tränen nah. Seine jüngsten Fans könnten rein rechnerisch auch Urenkel sein. Also ich habe mich total gefreut, dass er mich im Amt hatte, weil ich habe noch nie jemanden gehabt, also einen berühmten Sänger oder jemanden gehabt, der mich im Amt hat. Also mein großer Moment für mich. Höhepunkte liefert der Altmeister für jeden Geschmack. Im eigentlich komplett bestuhlten Saal rocken Alt und Jung gemeinsam vor der Bühne. Den Genre-Mix aus Schunkel, Klassik und Popmusik beherrscht wohl niemand besser als James Last. Ich finde ihn einfach cool, muss ich sagen. Irgendwie so seine ja, lockere Art, also halt dieses Swingige, was er so hat eben. Und ja, also er steht da total souverän und macht da ja, seine Auftritte. Auch als Musikrentner weiß James Last sein Publikum vom Hocker zu reißen. Die Arena Leipzig sagt dem Urgestein Lebewohl und Hoffnung macht sich breit, ihn zum 90. vielleicht wiederzusehen beim Abschied vom Abschied. Brand in Asylunterkunft. Dabei wurden in Chemnitz 6 Menschen verletzt. Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Als Ursache werden ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit vermutet. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund schließt die Polizei aus. 30 Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Die Flammen waren nach wenigen Minuten gelöscht. Schornstein gesprengt. Auf dem Gelände des Enka-Werkes im vogtländischen Elsterberg soll ein neues Industriegebiet entstehen. 50 Kilogramm Sprengstoff ließen den 130 Meter hohen, noch aus DDR-Zeiten stammenden Schornstein in sich zusammenbrechen. Viele Schaulustige waren gekommen, um die Sprengung zu beobachten. Allerdings ging nicht alles glatt. Statt in ein vorbereitetes Bett fiel der Schornstein in den Fluss Elster.
Gedenken. Leipzigs Oberbürgermeister Jung und US-Generalkonsul Reedman haben gemeinsam der Befreiung der Stadt vor 70 Jahren gedacht. Am 18. April 1945 hatten amerikanische Truppen Leipzig erreicht. Nach einer Kranzniederlegung wurden im Museum Runde Ecke die Ausstellung zweimal befreit, Leipzig unter amerikanischer und sowjetischer Besatzung eröffnet. Treppenmarathon. Daran nahmen in Radebeul insgesamt 500 Frauen und Männer zwischen 24 und 70 Jahren teil. Ziel ist es, in 24 Stunden möglichst viele Runden zu schaffen. Die 397 Stufen jeder Runde ergeben einen Höhenunterschied von 89 Metern. Wer 100 Runden schafft und damit die Höhe des Mount Everest erreicht, wird mit einer besonderen Medaille ausgezeichnet. Heute Abend wird in Dresden der Goldene Reiter verliehen auf dem 27. Filmfest, das ja schon seit Anfang der Woche läuft. Es ist eins der wichtigsten und angesagtesten Kurzfilmfestivals Europas. Und klar, diesen Termin haben sich natürlich auch unsere Kollegen vom Kurzfilmmagazin Unikato dick und fett im Kalender angestrichen. Allen voran natürlich Moderator Markus Kafka. Der hat ausnahmsweise mal sein Studio in Erfurt verlassen und zeichnet die kommende Folge von Unikato in Dresden beim Filmfest auf. Ton passt, Licht auch, Kamera an, Moderator hochkonzentriert. Markus Kafka, die MTV-Legende, der Musikjournalist, der DJ. Inzwischen ein erwachsener Jugendlicher, seit 2014 im MDR Unikato-Moderator. Unikato zeigt Kurzfilme von Studenten, gibt den Machern eine Stimme, ist einmalig in Deutschland. Da ist es wirklich so, da sind unfassbar talentierte Leute dabei, die dann vielleicht in 10, 15 Jahren mal im Abspann stehen als Regisseur von einem Kinofilm. Und dann können wir sagen, haha, kenne ich schon seit Ewigkeiten, habe ich damals schon gesagt. Unikato kommt eigentlich aus Erfurt, genauer aus dem virtuellen Studio. Doch diesmal geht's raus für Kafka und seine Crew. Wenn man eine Sendung über Kurzfilme macht, ganz generell, dann ist es eine Pflichtveranstaltung. Dann muss man hier hin. Und jetzt ist es ja so, dass das Unikato moderiert ist. Das heißt, man kann auch jemanden dahin schicken. Eine Person, die dann mit dem Mikrofon da steht, das bin in dem Fall ich. Dahin, wo das Filmfest läuft. Außerdem Kafka sitzt in der Jury für den besten Filmton. Ohne Ton kein Bild. Und im Film ist es ja extrem wichtig, dass auch der Ton stimmt, die Musik, der Soundtrack, das Sounddesign. Und für mich, der ich jetzt schon seit fast 30 Jahren Musikjournalist auch bin und der auch selbst Musik produziert und auflegt, ist es natürlich ein Fokus, auf den ich großes Augenmerk lege, wenn ich mir einen Film angucke. Zwei Leidenschaften, Musik und Kurzfilm, verbinden sich für ihn gerade hier an der Elbe. Unikato ist übrigens einmal im Monat zu sehen, am 6. Mai dann aus Dresden. So, und jetzt anschnallen und festhalten, liebe Zuschauer, denn wir schauen nach Kuhnewalde in die Offroad-Arena auf dem Matschenberg. Dort drehen im Sommer wieder die besten Autocross-Piloten Europas ihre Runden. Aber schon heute sind die Fans dieses Motorsports voll auf ihre Kosten gekommen. Da gab es nämlich das Frühjahrstraining und da konnten neben den Profis auch diejenigen mal in so ein Geländefahrzeug einsteigen, die bisher nur als Zuschauer dabei waren. Bunt, schrill, laut. Aber vor allem PS-lastig ging es heute zu auf dem Matschenberg. Alles, was vier Räder hat, konnte hier auf die Bahn. Ein Fest für Autocross-Fans. Mit dabei Jasmin Meile, die 18-jährige Abiturientin, war schon zweimal deutsche Vize-Juniorenmeisterin. Dieses Jahr setzt sie auf Sieg. Autos waren immer schon ein Teil meines Lebens und ja, da kam man dann halt einfach so zu diesem Motorsport. Mich haben Puppen und so nie irgendwie angeregt. Ich war immer draußen im Matsch, wollte immer dreckig sein und dann war das, denke ich mal, das richtige Hobby für mich. Das erste Training dieser Saison. Nur fünfmal im Jahr dürfen Fahrer auf dieser Strecke zeigen, was in ihnen steckt. Das Besondere ist diese hohe Geschwindigkeit, diese Steigung, die man hier hat, dieser Höhenunterschied und eine gewisse Brisanz. Weil sie haben hier einen Sprunghügel drin, der nicht ganz ohne ist, der von den Fahrern natürlich geliebt wird. Adrenalin für Fahrer und Zuschauer. Ich bin Fan vom Autocross. Schon, also über zig Jahre, kann man sagen. Meine Freundin, die fährt hier mit und das ist für mich auch das erste Mal richtig. Und ich finde es sehr, sehr interessant. Ich bin auch schon selbst mit einem Trabi mitgefahren. Für Jasmin Meile ist es kein guter Auftakt. Kaum auf der Bahn, schon das vorzeitige Aus. Nach drei Runden
in der neuen Saison direkt einen Motorschaden, das wünscht sich, glaube ich, keiner. Bis zur Meisterschaft im September bleibt Jasmin glücklicherweise noch viel Zeit. Und vorher können sich Fans auf die Europameisterschaft im Juni freuen. Und von der Offroad-Strecke geht es jetzt auf den grünen Fußballrasen. Da musste Dynamo Dresden heute auswärts ran. Und für den Chemnitzer FC, Sven, stand erneut ein Ostduell auf dem Spielplan. Ne? Ja, Tino, Chemnitz gegen Erfurt hieß der Klassiker heute im Stadion an der Gellertstraße. Aber unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen vor dieser Partie für beide Teams gar nicht sein. Während der CFC in den letzten Wochen auf einer Erfolgswelle schwimmt, kam Rot-Weiß Erfurt mit einer Serie von sage und schreibe 6 Niederlagen am Stück nach Chemnitz. Spiele gegen Erfurt sind für ihn immer noch was Besonderes. Fabian Stenzel hat dort seine Profikarriere begonnen, insgesamt 4 Jahre für Erfurt gespielt. Aber Freundschaftsgeschenke von Chemnitzer Seite gab es deshalb heute natürlich nicht. Schon nach gut 10 Minuten schickte Stenzel ein Achtungszeichen, guter Schuss aus der Distanz. Keeper Klevin war aber zur Stelle und konnte den Ball noch um den Pfosten lenken. In Halbzeit 1 ansonsten Chemnitz noch nicht ganz auf der Höhe, hoffen also auf die zweite Hälfte. 50. Spielminute. Chemnitz-Kapitän Anton Fink sieht Philipp Türpitz im Strafraum. Seinen Schuss lässt Klevin nur abklatschen und so kann Frank Löning abstauben. 1:0 für den CFC und für Löning schon der 4. Treffer im himmelblauen Trikot. Nur 10 Minuten später. Chemnitz hatte sich offensichtlich warm gespielt und Anton Fink holt sich hier den Ball. Fackelt nicht lange, 2:0 für Chemnitz. Und Anton Fink damit weiter auf Rekordjagd. 85 Tore hat er in der 3. Liga schon geschossen, so viele wie kein anderer. Kurz vor Ende der Partie wurde es aber noch mal spannend. Konrad hier mit dem Foul im Strafraum, 11 Meter für Erfurt. Keeper Philipp Pentke springt in die falsche Ecke, 2:1. Dabei blieb es aber auch, der CFC feiert den 3. Sieg in Folge und tütet nebenbei noch den Klassenerhalt ein. Wir gehen natürlich trotzdem in jedes Spiel, um zu gewinnen. Es macht sicherlich auch Spaß, wenn man jetzt mal auf die nächsten Wochen guckt. Kiel nächste Woche, vielleicht hier im Aufstiegsrennen noch ein bisschen ärgern zu können. Und Chemnitz-Cheftrainer Carsten Heine kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Erst sicherer Klassenerhalt mit seinem Team und danach noch die Hochzeit seines Sohnes. Ja, ich hoffe, dass Sie alle schon, ich glaube 100 Gäste sind, schon mächtig dabei sind. Wenn ich dazu komme, hoffe ich, dass da noch viel Spaß kommen wird, denn es wird erst so gegen 21 Uhr sein. Nach der Partynacht ist vor dem nächsten Spiel, denn am Samstag muss Chemnitz bei Aufstiegskandidat Holstein Kiel ran. Ja, und mit dem Sieg klettert der Chemnitzer FC auf Rang 6. Dagegen befindet sich Dynamo Dresden im Niemandsland der Tabelle. Mit dem Abstieg haben die Schwarz-Gelben nichts mehr zu tun und auch nach oben ist der Zug schon lange abgefahren. Deshalb geht der Blick bereits voraus auf die nächste Saison. Dann kommt mit Uwe Neuhaus ein neuer Trainer und der wird in den verbleibenden Partien sicherlich ganz genau hinschauen, wer sich weiter empfiehlt bei Dynamo. Uwe Neuhaus auf der Tribüne in Köln. Was er von seinem zukünftigen Verein sieht, ist zunächst wenig berauschend. Dynamo über Justin Eilers, der sieht Dominik Baumann, sein Schuss aus der Drehung, ein zarter Hauch einer Chance. Auf der anderen Seite die Kölner dringen gewitzt in den Strafraum ein und treffen. 1:0. Dennis Engelmann erzielt die Führung für die Gastgeber. Patrick Wiegers ohne Chance. Der Spielstand ist insofern überraschend, da es die erste Torchance für Fortuna Köln im bisherigen Spiel ist. Erst Mitte der zweiten Hälfte baut Dynamo etwas Druck auf, agiert so, wie man es von Beginn an erwartet hätte. Robert Andrich weit, weit drüber. Die Ausbeute der Dresdner Angriffsbemühungen eher dürftig. Sinan Tekaci mit dem nächsten Schussversuch. André Pockenborg im Tor von Fortuna Köln kann klären. Wie auch beim nächsten Fernschuss von Marco Hartmann. Von den Spielanteilen wäre ein Unentschieden verdient gewesen, aber es blieb bei der 1:0-Niederlage. Wir hatten genug Zeit, uns saubere Chancen zu erspielen, um das Spiel zu drehen. Wir hatten ein paar Fernschüsse, wir hatten ein paar halbe Dinger, aber nichts Überzeugendes und es war dann einfach zu wenig, um hier zu gewinnen. Nach dem erfolgreichen Heimspiel gegen Bielefeld ist das nun wieder ein Rückschlag für das junge Dynamo-Team. Es war so ein bisschen emotionslos und das ist für mich nicht erklärlich, weil letzte Woche hatten wir die Emotionen und haben gezeigt, dass es genau so funktionieren kann. Ich verstehe es nicht. Besonders bitter für die mehr als 1000 Dynamo-Fans. Sie sind um eine Enttäuschung reicher.
Und wir schauen jetzt zum Kanusport, wo ein junger Mann in der anstehenden Saison besonders motiviert sein dürfte. Tom Liebscher nämlich vom Kanu-Club Dresden. Denn der 21-Jährige hatte mit seinem Partner Ronald Raue im Zweierkajak letzte Saison praktisch alles gewonnen. Bis auf das vielleicht wichtigste Rennen, das um den Weltmeistertitel. Aber solche Niederlagen motivieren die Dresdner Olympia-Hoffnung im Kanu nur noch mehr. Ruhig und fast schon ein wenig romantisch gleitet es dahin, das Kanu von Tom Liebscher. Die Bootspitze schneidet das Wasser im Prattschwitzer See bei Pirna geduldig in zwei Hälften. Doch dann plötzlich das. Trainer Jens Kühn unterbricht die Idylle, fordert Höchstleistungen. Tom Liebscher holt alles aus sich heraus, bis zu 3 Schläge in der Sekunde, 180 in der Minute. Beim Training hier geht es nur um die ersten 100 Meter. Der Sport gewinnt an Faszination, der See verliert seine Romantik. Und natürlich auch diese 4.000, 5.000 Kilometer im Jahr, die man da abspulen muss. Und auch, dass man körperlich immer an die Grenzen geht. Puls bis 200, Laktat bis 15. Also das sind dann, da gehören dann auch Indikatoren dazu, wo dann viele Leute auch nicht dran denken. Die denken halt an das Spreewaldpaddel. Und da ist das Wetter natürlich perfekt. Und natürlich mache ich auch, wegen solchen Momenten mache ich den Sport natürlich, wo ich dann merke, okay, eigentlich ist es doch ganz cool, was ich hier mache. Die Saisonziele für die Seebenutzer sind unterschiedlich. Für Tom Liebscher gilt es ab heute. In Duisburg stehen erste Wettkämpfe an. Na, der erste Erfolg, der war schon vor 2 Wochen, wo ich meine 4 Weisheitszähne in 12 Minuten rausholen lassen habe und in 4 Tagen wieder fit war. Also ich glaube, das kann man auch drauf schreiben. Aber ansonsten, sportlich gesehen, ist natürlich ganz klar jetzt die Europameisterschaft in 2 Wochen. Da ist Dresdens Top-Kanute Titelverteidiger im Einer und Zweier. Mit seinem Partner Ronald Raue aus Potsdam möchte Tom Liebscher in Rio Olympiagold holen. Ja, also dem wird natürlich jetzt alles untergeordnet. Die Saison soll natürlich auf dem Weg dahin auch, soll auch jeder Titel mitgenommen werden. Das heißt Europameisterschaft oder Europameister und Weltmeister natürlich auch hoffentlich. Für dieses goldene Olympiaziel bekam der 21-Jährige in dieser Woche eine mobile Startanlage ins Wasser gestellt. Mit dieser lassen sich Reaktionen und Abläufe gut trainieren. Denn ein optimaler Start ist auch im Kanu wichtig. Und auf einen optimalen Start in die Finalrunde um die deutsche Meisterschaft hoffen morgen auch die Volleyballerinnen des Dresdner SC. Wir sind dann natürlich mit von der Partie. So sieht's aus. Wäre schön, wenn Sie dann morgen auch wieder einschalten, liebe Zuschauer. Wie gewohnt ab 19 Uhr. Jetzt schaut Susanne Langhans noch für uns auf die Wetteraussichten der nächsten Tage. Und danach sehen Sie hier im Anschluss die Nachrichten von MDR Aktuell. Haben Sie noch einen schönen Samstagabend und bis morgen dann. Machen Sie es gut.